Ja, ein schönes Spiel. Junge, feuchte Menschen. Oh, jetzt sind wir 30 Sekunden von 30 Sekunden um. Also, beide auf der Stahl. Helmut, nimmst du die Zeit? Helmut, ja, das läuft. Also, das ist das noch ein bisschen mehr. Es ist jetzt 10 nach 5. Liebe Leute, zur Sportschau seid ihr dann mit dem Spiel hier durch. Ich finde es persönlich gemein, dass nur immer diese jungen Mädchen abgeworfen werden, Horst. Ja, ich weiß nicht, aber die jungen Mädchen schon laufen, wie ich das sehe. Also die Schiedsrichter sollen ein bisschen aufs Spiel achten. Hier wird doch intensiv geschummelt, sodass wir die Spielzeit auf 45 Minuten verlängern müssen. Mein Vorschlag wäre, wir verlängern die Spielzeit auf 4 Stunden 50 Minuten. Ja, das ist richtig. Wenn das Länderspiel auch zu Ende, dann können wir das Ergebnis hier mitteilen. Das ist auch nicht gewesen. Haben wir auch schon mal gemacht. Also, jetzt sind 2 Minuten um von der guten halben Stunde, die wir hier noch matchen wollen. Ich nehme einen zum Teilnehmer. Denkt dran, so eine halbe Stunde kann bei uns auch sehr kurz sein. Ja, aber wir bleiben noch dran. Noch ist Wasser da, noch eine Stimme da. Ich gehe nochmal zum Spielführer hier, bei Helmut. Helmut, der hat hier. Ja, wir sind ja jetzt in der dritten Minute. Also Konzentration und die Kondition vor allem einteilen. Und das wird durchgestellt werden. Also, ich darf jetzt gleich nochmal in der Zeit den Begriff Spiel und den Grenzen erklären. Nee, boah, nee, das kann man hier sehen. Also, Team voll Neustrom, ja? Hat die Leute noch was gesagt? Das geht nicht. Also, wir haben jetzt. Ich denke mal, die Wertung wird ziemlich direkt ausfallen nachher. Ich kriege ja mein waches Auge, den ich umsonst hatte, hier auf großen Wach. Also, ich bin gefühlt die Aufnahme. Also, Leute, machen wir noch 1 Minute? Ja, 30 Minuten. So, Leute, jetzt geht's in die Ende. 1, 2. Oh, das war's. Die Schiedsrichter an die Messon und der Halleimer, der entscheidende Fleischschütze zu den Eimern. Es wird Leute.